Im Topspiel zwischen Infront und Chronix kann sich zunächst keines der beiden Teams absetzen. Die frühe Führung von Infront kann Chronix insbesondere durch den stark aufspielenden Sven egalisieren. Bis zur Pause kann keines der beiden Teams wirklich davonziehen. Immer wieder heißt der Spielstand unentschieden. Schöne Tore fallen auf beiden Seiten, insbesondere aus der Distanz heraus oder teilweise eben auch aus sehr spitzem Winkel. Erst nach dem Seitenwechsel schraubt Infront die Schlagzahl ein wenig nach oben und kann davonziehen, bis auf zwischenzeitlich 5 Tore mit 12:7. Diesem Treffer von Emre kann das Team in Rot auch immer wieder kontern. Somit ist die Vorentscheidung bereits Mitte der zweiten Hälfte gefallen und bis zum Ende ändert sich daran auch nicht mehr allzu viel. Chronix kann zwar noch das ein oder andere Mal aufholen, aber am Ende bleibt es bei einem souveränen 15:10 Sieg für Infront, die Tabellenführung damit halten. Chronix auf der anderen Seite verliert bereits zum dritten Mal in Folge.